Im hinteren Bereich der Kammer sitzt der Duck in seinem Thron, ausgestreckt, ausgelaugt und dennoch aufmerksam und resolut. Das geht jetzt schon, glaube ich, 4 Wochen so, seitdem ich hier angekommen bin. Gut, wir antworten Sie mir das, Meister Basrak. Wird die Besinnung unsere größte Hoffnung darstellen, das Vermächtnis zu heilen? Welchen Fortschritt könnt ihr dann vorweisen? Amir Dibaras ist originally from Palminia. He's one of the finest minds in Anomancy to come out of the Valian Republics. He left for Defiance Bay 5 years ago, because he believed this was the true heart of Anomancy research. Palegina beugt sich zu dir, die etwas zuflüstert. Ramir Dibasrak stammt ursprünglich aus Palminia. Er ist einer der herausragendsten Besinnungsforscher der Valianischen Republiken. Er ist vor 5 Jahren nach Tutzbruch gekommen, weil er überzeugt war, dass hier das wahre Zentrum der Besinnungsforschung liegt. In Paliginas Worten und der Art, wie sie ihren Landsmann ansieht, spürst du sowohl Stolz als auch gewisse Frustration. Wie ich bereits gesagt habe, geht es hier nicht um Fortschritt, sondern um Potenzial. My house would agree, Your Grace. We see great potential in its future. Mein Haus wäre einverstanden, Eurer Gnaden. Wir sehen ein großes Potenzial in ihrer Zukunft. Also die Domine sprechen gerade. Your blazing profits during the legacy don't have nothing to do with that, do they, Domino? You can't have it both ways, no more. Animancy goes, or this country goes. Und ich nehme an, dass deine prächtigen Gewinne während des Vermächtnisses nichts damit zu tun haben, oder, Domine? Es geht nun nicht mehr beides. Entweder geht die Beseelung oder dieses Land. So you admit, Master Barask, that Animancy is no closer to stopping the legacy than it ever was. So geben Sie also zu, Meister Bewass, dass die Beseelung keinen Schritt weitergekommen ist, das Vermächtnis aufzuhalten. Hallo. Nein, wir haben vielversprechende Experimente gebracht. Cadman Azo zeigte... jetzt kommt diese Sache. Cadman Azo murdered a child. For a complete failure. We should be hanging him right now for what he done. The dozens won't stand for it. Also, Schmelztiegelritter... Domenel, Dutzende Beseeler. Und hier sitzen ein Haufen Leute. Cadman Azo hat ein Kind ermordet, für einen völligen Fehlschlag. Wir sollten ihn für das, was er getan hat, einfach hängen. Die Dutzenden werden das nicht hinnehmen. Das Experiment ist fehlgeschlagen durch seine Arbeit. Seine Arbeit wurde sabotiert. Our new delegate from the dozens. What makes you say sabotage? Alle Anwesenden wenden dir plötzlich ihre verurteilenden und ungläubig schauenden Gesichter zu. Nur der Duck, ein wild aussehender Mann mit einem zornigen Bart, scheint deine Störung nicht zu beeindrucken. Ah, unser neuer Delegierter von den Dutzenden. Wie kommst du auf Sabotage? Ich habe im Sanatorium von Farnheim einen falschen Patienten getroffen, der an Asus Maschine herumbastelte. Wieso spielt das überhaupt eine Rolle? Das sind Menschen, die mit dem Leben unserer Kinder spielen würden. Indeed. Even assuming there was sabotage, is this Animancer Azo not still accountable here? In der Tat, selbst angenommen, es wäre Sabotage im Spiel gewesen, ist dieser Beseeler Azo dennoch nicht verantwortlich hier? Die mich hier kennen, kennen mich als jemanden, der stets verurteilt. Cadman Azo sollte als unschuldig betrachtet werden. Jede, die mich hier kennen, kennt mich als jemanden, der stets verurteilt. Cadman Azo sollte als schuldig betrachtet werden. Nein, das ist er nicht. Das war ein verantwortlicher Wissenschaftler, der manipuliert wurde. Ja, er war auch wirklich verantwortlich, bevor er sabotiert wurde. Also nehmen wir das. Alle flüstern mit zusammengebissenen Zähnen. Wie kannst du ihn verantwortungsbewusst nennen? Du hast den Zustand des Sanatoriums gesehen. Das war ja alles danach. These animancers can't be trusted. Look at what happened in Heritage Hill. Our supposed protectors from Crucible Keep can't even clean up the messes Animancy leaves. Schwachsinn, diesen Beseelern kann man nicht trauen. Schau dir doch an, was in Erdpügel passiert ist. Unsere vermeintlichen Beschützer aus Spur Schmelztiegel können noch nicht einmal das Chaos beseitigen, das durch die Beseelung entsteht. Are you sure this is your delegate, Adric? Adric, bist du sicher, dass das dein Delegierter ist? You won't be for long making claims like that. Das wird ja nicht lange sein, wenn er weiterhin solche Ansprüche erhebt. Your Grace, we'd have a much easier time of it if our knights weren't so occupied trying to keep their organization from igniting a revolution on our very doorstep.
Eure Gnaden, es wäre viel einfacher für uns, wenn unsere Ritter nicht so sehr damit beschäftigt wären, ihre Organisation davon abzuhalten, eine Revolution vor unserer Türe zu entfachen. Heritage Hill is blood on your hands, Justicia. You turn a blind eye and look what happens. Justitia, Erbhügel ist Blut in deinen Händen. Du drückst ein Auge zu und siehst, was passiert. Ich war seit der Quarantäne in Erbhügel, obwohl die Ritter nicht in der Lage waren, den Schaden zu kontrollieren. So war nicht die Besiedlung, sondern eine Maschine dafür verantwortlich. Die Schmelztiegelritter sind hier schuldlos. Das war nicht die Auswirkung der Besiedlung, sondern ein uraltes Gerät in Ternovent. You have some strange taste in travels, friend. The height of your tails expands with every breath. Du hast eine seltsame Vorliebe, mein Freund. Deine Geschichten werden mit jedem Atemzug größer. Mein Wort ist mein Eid. Ich fordere jeden auf, jemanden zu finden, der was anderes weiß. I had heard whispers of a new delegate set to attend today's hearing. I admit that your candor was mentioned more than once. Ich hörte Gerüchte über einen neuen Delegierten, der an der heutigen Anhörung teilnehmen soll. Ich gebe zu, dass seine Aufrichtigkeit mehr als einmal erwähnt wurde. Tell us what you saw in Heritage Hill. Sag uns, was du in Erbhügel gesehen hast. Ternovent beherbergt eine irgendwitalische Maschine, die den Fluss der Seelen beherrscht. Das war die erste Maschine, die den Bezirk von den Toten erweckte. Glaubst du, das war der Zweck der Maschine? Oder nur ein ungewünschter Nebeneffekt? Kann er erschaudert. Aber warum sollen die Irgendvitarianer dann überhaupt solch eine Maschine bauen? Even if it is as you say, we have testimony that a group of animancers had been spending time there. Surely their tinkering had something to do with this. Selbst wenn es so wäre, wie du behauptest, dann hätten wir dennoch eine Aussage, dass eine Gruppe von Beseelern dort Zeit verbracht hatte. Ja, der Verrückte oben und sein Schüler, der tot ist. Ihr Herumfuschen hat sicherlich etwas damit zu tun. Ich habe Grund zur Annahme, dass andere am Turm waren, die dies getan haben könnten. Es leugnet niemand, dass sie eine gefährliche Maschine studiert haben, die sie nicht verstanden. Sie folgten blind der Ambition, trafen nur wenige Vorkehrungen und ließen zu, dass persönliche Gefühle die Lösung des Problems verhinderten. Es leugnet niemand, dass sie eine gefährliche... Nehmen wir das. But the very purpose of these experiments is to understand. So these dangerous things can be used responsibly. Aber du musst den Zweck dieser Experimente verstehen, damit diese gefährlichen Dinge verantwortungsbewusst genutzt werden können. Die soll man nicht nutzen. This is what it comes down to, Your Grace. Whatever their intentions, Animancy's a pox. It makes a fucking wreck of everything. Darauf läuft es hinaus, Euer Gnaden. Was auch immer ihre Absichten sind, die Besiedlung ist eine Epidemie. Sie macht aus allem ein verdammtes Wrack. We all know what Widewind's legacy is really about. And it ain't about some sparkling saint from Creed Saris, who's mad because he took a stroll down the wrong bridge. Wir alle wissen, worum es bei Widewinds Vermächtnis wirklich geht. Und es geht nicht um einen glänzenden Heiligen von Creed Saris. Also der sagt jetzt, glaube ich, Creed Saris falsch, spricht er falsch aus, weil er es wahrscheinlich nicht besser weiß. Oder weil er es verpönen will. Der sauer ist, nur weil er die falsche Brücke genommen hat. Ja, das war Widewind auf der Brücke, als der Donnerhammer fiel. Ha, die falsche Brücke wohl war. Das belustigt du jetzt. It's about a bunch of so-called intellectuals fucking with the natural order, while the rest of us gotta suffer for it. Es dreht sich um einen Haufen sogenannter Intellektueller, die sich mit der natürlichen Ordnung anlegen, während der Rest von uns dafür leiden muss. Is it though? Should we not take the time to reach a clear conclusion? I mean, what proof do we have? Wirklich? Sollten wir uns nicht die Zeit nehmen, um einen deutlichen Schlussstrich zu ziehen? Ich meine, welche Beweise haben wir denn? My son and daughter are buried beneath the floor of my house. We don't own no land, so that's where we lay them. My son, my wife let him slip when she was bathing him. Got water in his lungs, he couldn't cough up. My daughter, we put her to bed one night, and the next morning she wasn't breathing. This Hollowborn thing, it ain't ending. And it ain't ending because we still let these charlatans play God. There's your proof, you damn copper fucker! Mein Sohn und meine Tochter sind unter dem Boden meines Hauses begraben. Wir besitzen kein Land, weshalb wir sie dort begruben. Mein Sohn, meine Ehefrau ließ ihn fallen, als sie ihn badete. Er bekam Wasser in die Lungen und konnte es nicht heraushusten. Meine Tochter, wir legten sie eines Abends ins Bett und am nächsten Morgen atmete sie nicht mehr. Diese Sache mit den Hohlgeburten, das nimmt einfach kein Ende. Und das nimmt kein Ende, weil wir immer noch zulassen, dass diese Scharlatane Gott spielen. Hier ist dein Beweis, du verdammter Kupferpiep.
Enough, Adric. Lady Dominel makes a point. If it's animancy, then why do the other states that permit the practice not suffer the same fate? Who among us can say he truly understands why the legacy has taken hold here? Es reicht, Edric. Fürstin Dominel hat nicht ganz so Unrecht. Wenn es tatsächlich die Beseelung ist, warum erleiden die anderen Staaten, die die Ausübung zulassen, dann nicht das gleiche Schicksal? Wer von uns kann denn von sich behaupten, wirklich zu wissen, warum sich das Vermächtnis hier durchgesetzt hat? Das kann ich. Die Menge beginnt zu murmeln, wobei die Stimmung in Zweifel umschlägt. Gut so, Wächter, diese Anhörung beim Schopf packen. Vergeude deine Chance nicht. Weitwinds Vermächtnis ist die Schöpfung des bleiernden Schlüssels. Cadmin Assos Niedergang war ihr Werk, genauso wie der Turm in Erpügel. Sie wollen, dass ihr das tut. Sie wollen, dass die Beseelung untergeht. Das dumpfe Murmeln verstärkt sich zu einem skeptischen Lärm, der die Halle einnimmt. Ich habe sie in den Ruinen von Erglanfahrt gesehen, wie sie Maschinen bedienten, die den Fluss der Seen unterbrachen und umleiteten. In der Nähe von Städten wie Goldtal oder Dürfurt, wo das Vernächtnis universell ist. Als Wächter habe ich gehört, wie ihre Toten ihre Verschwörung zugaben. Sie stehlen die Seelen der Ungeborenen. Beasts. Another lunatic at the hearing. Did you remember to lock your sanitarium before you left, Master Verask? Bestien, noch ein Wahnsinniger bei der... Okay, jetzt fällt mir die Schmelztiegelritterin in den Rücken. Ganz toll. Bestien, noch ein Wahnsinniger bei der Anhörung. Haben Sie daran gedacht, Ihr Sanatorium zu versiegeln, bevor Sie gegangen sind, Meister Barask? Der Raum lacht. Bitte, ich möchte den Dürrwald helfen. Du willst wohl eingewiesen werden, er gibt noch einen schlauen Kommentar ab. Von mir aus kannst du Krüppel zur Welt bringen, bis der Mutterleib austrocknet. Der Rest der Menschen wird die Wahrheit erfahren. Sie beschämt ihren Orden, indem sie die Wahrheit abweist, bevor sie überhaupt gehört haben, werte Frau. Ich hatte Besseres von einem Ritter des Schmelztiegels erwartet. Wenn er das getan hat, dann hoffe ich um ihres Ehemanns Willen, dass er wenigstens ein Bordell offen gelassen hat. Wenn, wie der Duke behauptet, keine Theorie wirkliche Beweise liefert, was soll es dann schaden, sich eine weitere Theorie anzuhören? Deine Sticheleien können mich nichts an der Wahrheit ändern. Nehmen wir das mit dem Duke. Du musst wissen, Freund, dass der Leaden Key ein Mantel für kleine Ruffians und Kinder im Spiel ist. Ich sage nicht, dass du ein Lügner bist. Noch nicht. Aber du solltest anfangen, Sinn von all dem zu machen. Hilf uns, dass wir dir glauben. Der Duke beugt sich von seinem Thron vor, mit einer Spur Neugier in den Augen. Du bist wissen, mein Freund, dass der bleine Schlüssel Nährboden für kleine Grobiane und spielende Kinder ist. Ich sage ja nicht, dass du ein Lügner bist, noch nicht. Du solltest aber besser mal damit anfangen, all dem einen Sinn zu geben. Hilf uns, dir zu glauben. Was ist denn wahrscheinlicher, dass die Götter den Dürrwald für eine Wissenschaft zerstören, die in vielen Teilen der Welt praktiziert wird, oder dass eine Gruppe von Menschen die Beseelung hasst und sie unterdrückt sehen will? Der bleierne Schlüssel ist sehr real. Sie sind Fremde von Edir und Triceres, die Dürrwald hassen und uns leiden sehen wollen. Nehmen wir mal an, ein Fürst würde von seiner Ehefrau betrogen. Wenn ihr sagt, sie solle aufhören, dann wird sie ihren Liebhaber nur noch mehr begehren. Doch wenn er ein Gerücht verbreitet, dass ihr Liebhaber gerade ein Bordell aufgesucht und sich dabei Sackratten eingefangen habe, dann wird sie es von selbst lassen. Wir wollen hier alle das Gleiche. Wir wollen, dass Weidmanns Vermächtnis ein Ende findet. Wenn wir zusammenarbeiten würden, statt zu streiten, dann könnten wir die Menschen auffallen, die dies tun. Nehmen wir das Erste. Noch eine Vermutung. Werfen wir ihn einfach raus, euer Gnaden. Er verschwendet nur Zeit. Ich habe diese Maschinen mit eigenen Augen gesehen und sie werden von Mechanismen angetrieben, die nur jemand mit uraltem Wissen verstehen kann. Keine andere Gruppe als der Bleierne Schlüssel lässt sich so weit zurückverfolgen. Soll ich dir dann sagen, welche Roben diese Menschen trugen? Soll ich dir von den Runen erzählen, die in der toten Sprache geschrieben wurden, die einen Eid an Vodisha schworen, um Wissen mit dem bleiernen Schlüssel zu versiegeln? Klingt das für dich nach Kindern? Das ist keine Vermutung. Ich habe gesehen, wie diese Menschen ihre Mission in den Ruinen von Erglanfahrt ausführten. Nehmen wir das in der Mitte. I don't know about all of this. Ich weiß nichts über all das. Jetzt haben wir ihn. You've made an unexpected case, friend. I'll say that much. It seems we have a new possibility to consider, at the very least.
How was it you came to learn all this?